Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Wow, das ist hier richtig bequem. Ich habe mir nämlich einen neuen Stuhl bestellt bei Westwing, zeige ich euch gleich. Und ich muss sagen, hier wird es auch echt so langsam wohnlich und schön gemütlich. Ja, auf die Roomtour müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden, weil ich möchte die erst abdrehen, wenn hier wirklich alles bis zum letzten Detail fertig ist. Aber ich finde, ich habe euch bisher auch echt viel gezeigt. Was steht heute an? Also ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Oh mein Gott. Ja, so langsam sieht man ja auch in den Kaufhäusern viel Weihnachtsdeko. Und ich konnte natürlich die Finger nicht weglassen und habe auch schon einiges gekauft. Das werde ich euch heute zeigen, denn vielleicht ist das für euch auch eine Inspiration. Außerdem habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr früher zu dekorieren, weil, wie ihr wisst, letztes Jahr durch den Umzug und Chaos hatte ich das Bedürfnis zu dekorieren, durfte aber nicht. Es hat nicht so geklappt und ihr wisst ja, ich mag das schon ganz gerne. Also Weihnachten ist irgendwie für mich, also ich verbinde das irgendwie mit Liebe, Gemütlichkeit und Familie und ja, es ist dann doch eine sehr besinnliche Zeit und da habe ich es einfach gerne dekoriert und schön zu Hause. Und letztes Jahr ist es eben ausgefallen. Und deshalb habe ich mir, wie gesagt, diesmal vorgenommen, früher zu dekorieren, damit wir auch richtig lang was davon haben. Ich werde euch natürlich auf die Reise mitnehmen, wenn ihr euch das wünscht. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. So, als allererstes zeige ich euch heute hier diesen wunderschönen Samtsessel. Den bekommt ihr bei Westwing aktuell. Also ihr findet alles unten in der Infobox. Ich finde den deshalb so schön, weil er wirklich auch super gemütlich ist. Ich mag den Samtstoff sehr, sehr gerne. Also der Sessel ist sehr hochwertig. Und schaut mal, der hat eine Muschelform. Also finde ich wirklich großartig. Und die Farbe ist auch richtig schön. Das ist ein Creme-Beige. Und ich mag auch die goldenen Füße sehr gerne. Die passen natürlich perfekt hier zu dem Beistelltisch, den es auch bei Westwing gibt aktuell. Ich mag die Form sehr gerne. Sehr modern, skandinavisch fast, würde ich behaupten. Und die Marmorplatte ist auch super hochwertig und schön. Und die Vase und, ja, das kennt ihr ja, findet ihr alles in der Infobox, falls ihr Interesse haben solltet. Den Samthocker hier, den kennt ihr ja, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der ist auch von Westwing und ich finde, die haben bei Westwing wirklich sehr schöne Möbel zum Einrichten, auch Dekoration. Also das ist wirklich voll mein Ding. Und dieser Samtstoff, das ist genau die gleiche Farbe wie der Sessel. Also es passt hier wirklich alles richtig schön zusammen. Hier übrigens habe ich schon eine andere Konsole bestellt und da bin ich super gespannt, wie die dann am Ende aussehen wird. Und zwar ist die auch aus Kristall, also die Beine sind aus Kristall, die ist auch etwas größer als diese hier jetzt und die Umrandung ist aus Gold. Also ich bin wirklich super gespannt, weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Auf Bildern oder online, das schaut immer alles anders aus, als man sich das vielleicht wünscht. Deswegen hoffe ich, dass die schön ist und dass sie mir am Ende gefällt, denn ich muss 16 Wochen warten. Ja, also auch ich muss mich in Geduld üben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. So, bevor ich euch meine neue Weihnachtsdeko zeige und alles, was ich geshoppt habe, wollte ich euch auf etwas aufmerksam machen, denn seitdem ich YouTube-Videos drehe, lass mich lügen, 7, 8 Jahre, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie großartig, oder? Dass ich nach wie vor immer noch so viel Spaß daran habe. Und ich hoffe, ihr natürlich auch Spaß daran, meine Videos zu schauen. Und die meistgestellte Frage war tatsächlich immer, mit was ich meine Videos schneide. Und seit Ewigkeiten, wirklich seit einigen Jahren, schreibe ich das auch immer unten in der Infobox, weil die Nachfrage so groß ist. Und ich schneide meine Videos mit Magix Video Deluxe, aktuell mit 2022. Und ich bin seit Jahren nach wie vor super, super happy damit. Magix Video Deluxe hat super Futures. Ihr kennt das ja von uns YouTubern. Wir mögen das ganz gerne, wenn wir zum Beispiel reden, dass wir dann auch Produkte einblenden können. Und ja, ich kann euch Magix Video Deluxe wirklich sehr ans Herz legen. Jedenfalls gibt es momentan bei Saturn und Mediamarkt, ich blende euch hier mal ein Bild ein, das Influencer Bundle 2022. Es ist wirklich das perfekte Starterpaket, um bei YouTube durchzustarten. Im Bundle ist wirklich alles drin, was du benötigst, um bei Social Media zu beginnen. Das beinhaltet einmal die neueste Version von Video Deluxe 2022, damit ihr eure Videos schneiden könnt. Einmal das Musik Maker Plus 2022, damit könnt ihr zum Beispiel eure Musik ganz easy selber kreieren. Dann einmal Green Screen und Mikrofon von Razer, also richtig genial. Und wie gesagt, ab jetzt bei Mediamarkt und Saturn. So, und jetzt zeige ich euch aber meine Weihnachtsdeko.
Ich stelle euch hier mal kurz ab. Ja, ich bin jetzt hier hoch ins Schlafzimmer, damit ich euch alles in Ruhe zeigen kann, weil meine Kinder unten im Wohnzimmer spielen. Ja, wo soll ich anfangen? Also, falls ihr Weihnachtsdeko sucht, werdet ihr auf jeden Fall bei Löwer fündig. Ich habe da zwar nichts gekauft, aber die haben da auch sehr, sehr schöne Weihnachtsdeko. Und bei Bauhaus hätte ich nicht gedacht. Wir sind dahin, weil wir was für den Garten benötigt haben. Aber ja, ich konnte es natürlich nicht lassen. Die haben wirklich wunderschöne Deko. Und ich habe mir diesmal Kugeln gekauft. Und zwar hatte ich, glaube ich, vor letztes Jahr mit Rosa dekoriert. Dieses Jahr hatte ich Lust auf Gold- und Beige-Töne und ich habe hier diese Weihnachtskugeln gefunden. Die sind in so einem Perlmutton, Champagner, Gold, also wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir einmal dieses hier mitgenommen. Das beinhaltet eher kleinere Kugeln, damit ich dann oben am Weihnachtsbaum dekorieren kann. Und dann zweimal von den größeren Kugeln habe ich mitgenommen. Und das sollte auf jeden Fall reichen, denn ich dekoriere ja noch mit den anderen Kugeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich hatte ja welche gekauft, so richtig schöne, große in Beige, mit so Glitzerzeug und so drauf. Und ich freue mich, dass ich die endlich dran machen kann, weil letztes Jahr hat es ja nicht funktioniert, ne? Da habe ich die ja tatsächlich umsonst gekauft gehabt. Aber naja, umsonst war es ja nicht, weil dieses Jahr dekoriere ich dann mit denen und ja, auch wirklich wunderschön in der gleichen Farbe. Das ist ein wunderschönes Champagnerton, auch nicht dieses kitschige Gold. Das wollte ich nicht. Es sollte eher so beige aussehen und die sehen so schön aus und deswegen musste ich die auf jeden Fall mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr die Farben gut erkennen könnt. Also das hier ist auch so ein Goldton, aber wie gesagt, nicht dieses Rotgold, ne? Das mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Ja, und die Kugeln sind wirklich sehr, sehr schön. Wie viel habe ich bezahlt? Ich glaube, ja, steht nicht drauf. 20 Euro für die große Variante. Also hier einmal 40 Euro. Und hier, ich glaube, das waren 9 Euro oder so. Also geht auf jeden Fall voll klar. Und dass ich mit Gold dekorieren möchte, dieses Jahr habe ich ja schon erwähnt. Und schaut mal, was ich bei Bauhaus entdeckt habe. Ein Nussknacker, also wirklich total süß. Ich dachte mir, der macht sich bestimmt gut auf den Kamin. Ich möchte ja auch den Kamin richtig schön dekorieren, so im amerikanischen Stil, so wie wir das kennen. Ich finde das sehr, sehr schön und jetzt habe ich einen Kamin und jetzt möchte ich den auf jeden Fall dekorieren. Das war immer schon mein Traum gewesen als Kind. Gerade weil man sich ja diese ganzen Weihnachtsfilme anschaut und die haben alles immer so toll dekoriert. Und wisst ihr, was ich die ganze Zeit suche? Also falls ihr sowas gesehen haben solltet, schickt mir auf jeden Fall einen Link. Ich suche Santa Claus Stiefeln in Weiß aus Fell. Eventuell 2 Stück würden mir reichen, aber auch nicht zu kitschig. Also so richtig weiß Fell ohne Schnickschnack. Falls ihr da was findet, schickt mir mal einen Link. Und ja, der Nussknacker ist wirklich süß. Es gab verschiedene Varianten, auch komplett in Gold und einmal mit, also hier ist einmal ein Schwert und da gab es aber wirklich verschiedene Varianten. Aber ich fand den hier wirklich ganz niedlich und der hat gekostet 11,95 Euro. Also der ist wirklich total süß. Ich hoffe, meine Kamera fokussiert jetzt. Dann bin ich die ganze Zeit auf der Suche gewesen nach einer großen Glitzerschleife in Gold. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich hatte eine große Glitzerschleife in Silber. Damit habe ich auch wirklich seit Ewigkeiten jedes Jahr meinen Weihnachtsbaum damit dekoriert, weil ich das wirklich sehr, sehr schön finde. Und diesmal dachte ich mir, da es eher so goldig wird und beige, dann passt das einfach nicht. Und ich habe tatsächlich eine Schleife gefunden im Internet. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Seite? Lass mich mal gucken. Bei Hitzeller. Aber ich werde euch sowieso alles unten in der Infobox verlinken. Und die Schleife ist mördergroß. Wirklich wunderschön. Schaut mal. Also die ist wirklich identisch wie die alte. Nur dass die alte eben Silber war. Und diese hier in Gold. Und das ist auch wieder nicht dieses, ja, dieses rötliche Gold, sondern eher ein Champagnergold. Also wirklich total schön, sehr dekorativ, wie ich finde. Also man muss ja nicht unbedingt damit den Weihnachtsbaum beschmücken. Man könnte die Schleife auch an die Eingangstür hängen zum Beispiel oder irgendwie an einer Vase oder ihr wisst schon, whatever. Ich finde die jedenfalls sehr, sehr schön und die gab es in 2 verschiedenen Größen. Ich glaube, das hier sind 20 cm, ich bin mir jetzt unsicher. Die kleine wäre mir einfach zu klein gewesen. Also ich bin immer dafür, wenn schon, denn schon so, ne?
Und ich finde die wirklich mega, mega schön. Sie glitzert schön und funkelt schön. Und ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, wenn ich dann endlich loslegen kann. Also ich denke so, so Mitte, Ende November, da werde ich auf jeden Fall loslegen. Und dann bin ich auch bei Kik fündig geworden tatsächlich. Die haben auch wirklich sehr schöne Deko, gerade so Kleinigkeiten. Und da habe ich hier diese tolle Tasche entdeckt. Die gefällt mir auch sehr gut. Und die muss man dann natürlich zusammenbinden. Die stelle ich mir wahrscheinlich dann vor dem Weihnachtsbaum. Aber der Inhalt ist natürlich auch sehr interessant. Mit was fange ich an? Und zwar habe ich das hier entdeckt. In Gold. Das ist auch wieder so ein Champagnergold. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was ich das benötige. Aber vielleicht doch für den Kamin, weil ich habe mir auch so einen Weihnachtskranz bestellt. Mit Schnee habe ich unten. Das zeige ich euch auch gleich. Aber ich wollte das nicht hochbringen, nicht, dass es hier dann später irgendwie aussieht, als ob es geschneit hätte. Ich habe übrigens auch einen Türkranz bestellt, einen riesengroßen. Den muss ich dann auch noch dekorieren, da muss ich mir was überlegen und noch einige Dinge dazu kaufen. Aber ja, ich schaue mal. Ich habe mir gedacht, vielleicht für den Kamin, dann setze ich das dann so ein bisschen rein in den Kranz und dekoriere den einfach damit. Auch wirklich sehr, sehr schön und für wenig Geld. Einer hat 1,99 nur gekostet. Ja. Also wirklich sehr preisgünstig. Dann habe ich hier zum Dekorieren diese Weihnachtsbäume entdeckt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Allerdings werde ich die nicht zusammen dekorieren. Das kommt vielleicht sogar vor die Eingangstür. Ich schaue einfach mal, wie ich das mache, weil ich finde es echt total süß. Hier ist auch so Schnee drauf. Hat 1,99 gekostet. Und die hier finde ich wirklich klasse. Ärgerlich war natürlich, dass vieles auch schon ausverkauft war. Also ich hätte noch gern 3 oder 4 Stück von diesen goldenen gerne gehabt. Weil ich kann mir das so richtig schön vorstellen, ne, am Kamin, wenn da dieser Advents, nicht Advents, na, ihr wisst schon, Weihnachtskranz, na. Ja, wenn ich damit dekoriere, dass dann halt noch so kleine Bäumchen da sind, das finde ich ganz schön. Also einmal in Weiß und einmal wieder in diesen Champagnergold. 1,99, nee, die hier waren 1,59. Genau, 1,59 und dieser hier 1,99. Oh, meine Hände sind komplett voller Glitzer. Und dann habe ich hier noch einen Weihnachtsbaum entdeckt, allerdings aus Metall, aber auch wieder mit diesem Champagnerglitzer. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, weil sie dann doch eher ins Beige zieht als zum Gold. Und auch das hier kann ich mir sehr gut auf dem Kamin vorstellen. Ich schaue dann einfach ganz spontan, wie ich alles dekoriere. Ihr werdet auf jeden Fall mit live dabei sein. Und das hier hat 4,99 € gekostet. Also wirklich, da kann man auch nicht meckern. Da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt nur 3 Stück mitgenommen. Damit würde ich dann den Weihnachtskranz. Heißt das überhaupt Kranz? Nein, ein Kranz ist rund. Wie heißt denn das? Na, ihr wisst schon, dieses lange Zeug. Ich zeig's euch gleich. Ja, dann würde ich halt diese Weihnachtskugeln dann irgendwie damit hineinarbeiten. Und die haben jeweils 1 € gekostet. Ich mache euch den mal hier zu und ich finde den auch echt total dekorativ. So, dann gehen wir mal gemeinsam runter. Ich zeige euch den Adventskranz und das andere Teil. So, hier ist das gute Stück. Das kam auch echt gut verpackt an. Wo habe ich denn das bestellt? Bei der Firma Becker oder Backer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ausgesprochen wird. Aber ich werde euch sowieso alles unten in der Infobox verlinken. So, ich zeige euch mal den Adventskranz. Oh mein Gott, der schaut super, super echt aus. Sehr hochwertig, auch mit dem Schnee. Also, ich zeige euch den. Und der ist auch wirklich sehr, sehr groß. Ich meine, über 50 cm. Und ich dachte mir, der wäre richtig, richtig schick hier für die Eingangstür. Ich müsste den allerdings noch ein bisschen dekorieren. Aber auch nicht zu viel, ne? Weniger ist mehr, ihr wisst schon. Aber der gefällt mir so gut. Also vielleicht bestelle ich den sogar nochmal für den Esstisch. Also der ist wirklich mega edel. Schaut euch mal diesen Weihnachtskranz an. Der schaut auch so echt aus. Es ist echt unfassbar. Und der ist so, so groß. Also wirklich sehr, sehr hübsch. Falls ihr Interesse habt, wie gesagt, bei Backer oder Bäcker. Ich kannte diesen Shop auch gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Gartenpflanzenshop. Und ja, also wirklich sehr, sehr hübsch. Wenn es fertig dekoriert ist, wird es natürlich noch schöner. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Girlande. Jetzt habe ich es. Weihnachtsgirlande. Die schaut fast gleich aus, nur Girlande.
Ist aber auch beleuchtet, das war mir ganz wichtig. Hier würde ich dann wahrscheinlich Lichter anarbeiten, da muss ich mir auch was überlegen. So, hier schneit's. So, also wie ihr sehen könnt, ich habe das noch gar nicht ausgepackt. Ich mache das mal vorsichtig auf, weil... Ach so, es ist auch noch zusammengebunden. Naja, aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Ich packe das jetzt nicht aus. Also, das schaut eigentlich identisch aus wie der Weihnachtskranz. Nur, dass es eben eine Girlande ist und hier sind halt die Leuchten eingearbeitet worden. Das muss ich natürlich auch noch testen, ob das auch funktioniert. Aber auch wirklich super schön und es ist 2,10 Meter lang, meine ich. Ja. Es ist natürlich jetzt zusammengebunden. Ich lasse das jetzt auch so. Genau. Wie gesagt, bei Wacker, falls ihr Interesse habt und ich freue mich so, so sehr. Ach, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gerade gesehen, ich hatte mir auch neue Stiefel bestellt. Und zwar in Hanau beim Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht wenn ihr in der Nähe wohnt. Die haben da so eine Boutique, also so einen Laden. Genau, und die haben da richtig schöne Schuhe und auch so Kleidungsstücke. Ich zeige euch die mal. Ich finde die so, so cool. So schauen die aus. Die sind beige. Und hier oben, das fühlt sich an wie so eine dicke Socke. Also wirklich super easy, um reinzuflutschen ganz schnell. Und perfekt auch für Schmuddelwetter so, ne? Ihr wisst schon. Ich finde die wirklich sehr schön. Und ich kann mir die auch zum Beispiel zu einem Kleidchen gut vorstellen. Mit einer dicken Strumpfhose oder so Overknees-Strümpfe. Ja, ein Rock oder so. Oder einfach so ein Longpullover und dann die Stiefeln dazu. Mega. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wollte ich euch auch zeigen. Aber so Stiefeln bekommt ihr ehrlich gesagt gerade überall. Ob das H&M ist, bei Zalando, bei Stradivarius habe ich auch sehr, sehr schöne gesehen gehabt. Ja, also ihr werdet auf jeden Fall fündig, falls ihr auch so schöne Stiefeln haben wollt. So ihr Lieben, ich hoffe mein Video hat euch gefallen. Hier und hier könnt ihr weitere Videos von mir anschauen. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Folgt mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Da lade ich hier und da mal ja Inspirationsbilder hoch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und bleibt mir bis dahin gesund. Kussi, ciao, ciao.